Ja, wir können mal gucken, für wie viel wir es verkaufen können. So, da ist Yoshimo mal alles an Pfeilen los. Die Pfeile heben wir dann auf und geben Yoshimo erstmal den anderen Bogen wieder. Hallo Hund. So, zurück in den Tempelbezirk. Wir machen jetzt erstmal nämlich diese Spinnenquest, machen den Friedhof dann fertig. Wenn ihr es wollt. Wie gesagt, die Spinnenquest ist Unfinished Business. Also ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich war ja jetzt schon gar schon überrascht, wie ich die Quest von Korgan gebreakt habe. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage warte, zu. natürlich. Jetzt hätten wir übrigens auch bessere Waffen, um gegen Adamantium-Golems, Liches und Drachen zu kämpfen. Ich würde gerne hier runter, danke. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, mal jetzt eine Idee, wo ich die Typen finden kann. Das werden ja nicht unbedingt die beiden Kanalreiniger sein, die da hinten in der Ecke rumwuseln, oder? Also die beiden hier. Stört mich nicht bei der Ausübung meiner Pflichten. Was wollt ihr hier? Hier gibt es nichts für die Allgemeinheit zu sehen. Wir kümmern uns nur darum, die Kanäle zu säubern und sowas. Ich gehe hier nur durch, kein Grund, sich aufzuregen. Ihr Arbeitstiere, ihr sprecht nicht auf diese Art mit euch. Mit euch Überlegenen. Kein Grund, gleich sauer zu sein. Ich bleibe nicht lang. Ja, ich hörte, ihr habt vielleicht ein Schwert, nach dem ich suche. Darauf mussten spinnenähnliche Muster zu sehen sein. Ihr habt eine Waffe gefunden, mit denen man gewöhnliche Spinnen tötet. Ich verlange, dass ihr mir gebt. Kein Grund, sauer zu sein. Ich bleibe nicht lange. Gut, wir machen hier keine Öffentlichkeitsarbeit. Dazu sind die ausgestopften Maßanzüge im Regierungsgebäude zuständig. Wir machen hier nur die Drecksarbeit. Ja, schmutzige Arbeit, also verschwindet. Hey, da, was wollt ihr? Stört mich nicht in meiner Meditation. Ich habe nach einem Nickerchen jede Menge Arbeit zu erledigen. Was wollt ihr hier? Hier gibt es nichts für die Allgemeinheit zu sehen. Wir kümmern uns nur um die Kanäle. Ah, ich frage mal nach dem Schwert. Ich weiß gar nichts über Waffen, wirklich. Ich habe ein bisschen über Hämmer gelernt, aber ich habe selbst keinen. Ich bin nicht sicher, was ihr meint. Was habt ihr? Ihr habt Waffen in der Hand. Nein, nein, sie will diese Klinge haben, die uns der alte Gaden gegeben hat. Die, vor der er sagt, wir sollten sie mitnehmen, wenn wir die Spinnen in den alten Leitungen hinterherjagen. Oh, die kenne ich. Ja, jagt ihnen aus irgendeinem Grund einen gehörigen Schrecken ein. Wüsste zu gern, wie man sie richtig benutzt. Lande jedes Mal auf meinem Arsch, wenn ich damit zuschlage. Nur wenn ihr sie nicht verwenden könnt, vielleicht kann ich sie euch abkaufen, sagen wir 50 Goldmünzen. Wenn ihr dafür keine Verwendung habt, könnte ich sie kaufen. Wie wär's mit 200 Goldmünzen oder so? Ich zahle euch 1000 Goldmünzen und keine Frage. Eure Probleme sind unbedeutend. Gebt mir einfach das Schwert und ich bin schon wieder weg. Kaufen wir es mal für 200 ab. Weil ich habe so das Gefühl, 50 sind zu wenig. Und 1000 will ich denen auch nicht gerade geben. Für so ein altes Schwert. 200, Allmächtiger, wir sind im Geschäft. Burg, es gehört der Stadt, wir dürfen es nicht verkaufen. Ihr habt recht, es gehört uns nicht, es gehört mir. Ich habe es, ich schleppe es herum, ich erschrecke die Spinnen, also verkaufe ich es auch. Und ihr kriegt das Ding. 200 ist mehr, als ich in Jahren verdiene. Hier, nehmt es. Das ist ja großartig, das stecken wir bis zum Hals mit drin. Wir haben Eigentum der Stadt verkauft. Sie werden uns wie Bänne verschwinden lassen. Benne ist weggelaufen wie ein Betrunkener. Au, du brauchst nicht gleich aus der Haut fahren, Jeck. Wir haben es doch überhaupt nicht mehr benutzt, seit wir die neue Absperrung gekriegt haben. Wenn bei denen das Geld so locker sitzt und sie es gebrauchen können, dann sollen sie es haben. Halte die Augen auf. Ja. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Ich habe die Kanalarbeiter gefunden und das Schwert Spinnenfluch erworben. Ich muss noch einmal
Peiner in ihrem Bau unter dem Friedhofsviertel aufsuchen. Ja. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Aber wenn wir eh schon mal hier sind. Ich glaube, den Elifiden-Dungeon habe ich immer gemacht, nachdem ich Akt 3 und 4 hinter mich gebracht habe. Weil man kommt ja nochmal hierher zurück in die Alt-Cutler-Region. Deswegen verschiebe ich ja auch die Lichtgeschichte auf später, wenn wir höhere Level haben und bessere Ausrüstung und alles. Fragt nur, keine große Herausforderung. Wie wär's denn mit jetzt gleich? Nein? Ja, das Gemeine am Elifiden-Dungeon. Bogenschütze, Kämpfer. Also ist erstmal hier der Erdkoloss. Mal sehen, wie euren Eingeweiden etwas. Wehrt euch! Ihr kriegt keine zweite Chance. Was braucht? Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Ich warte. Ja. So, das waren ein paar einfachere Gegner. Das wirklich Schlimme kommt doch auf uns zu. Denn da ist ein Erdkoloss. Das geht ja noch. Wir haben ja schon ein paar mehr Erdkolosse besiegt. Der da ist das Problem. Ich helfe, wo immer ich kann. Was kann ich tun? Eure Stunde wird noch kommen. Bingo. Er hat sie ausgesaugt. Er hat ihre Intelligenz auf Null gebracht. Mhm. Das heißt, das müssen wir etwas. Gott, wie öde. Schneller als Chick-Ticker, Schnellpratze. So. Au, au, au. So. Bis jetzt ist keiner Magie reduziert. Das ist also Intelligenz reduziert. Ich warte. Ja. Fragt nur. Manus potentis parum. Das hat leider nicht funktioniert. Wie viele Lebenspunkte hast du verloren? Nicht so viele. Ich helfe, wo immer ich kann. Vita, Vita, Monus, Monus. Was kann ich tun? Vita, Monus.
schon erledigt. Ja, Jira, bleibt mal hier. Was immer ihr wünscht. Na, ja, dann machen wir jetzt mal schnell den Gedankenschinder-Dungeon. Der ist nämlich nicht so groß, wenn ich es richtig weiß. Sind, glaube ich, nur 3 oder 4 solche Räume. Frag nur. Und eigentlich normalerweise, solange niemand gelähmt wird, kann der Schinder auch nicht wirklich was machen. Außer er erwischt halt unsere Leute mit weniger Rüstungsklasse, aber gerade gegen Talisa, er muss halt treffen. Immer wenn er trifft, erzielt er nämlich Intelligenz. Und wenn die Int auf 0 fällt, dann ist das Hirn gekocht. Das ist die ganz einfache Geschichte bei Gedankenschindern. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Wir sind alles an Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Ja. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich werde es tun. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Das ist natürlich auch nicht schön. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Keine große Herausforderung. Manas potentis horror. Ich warte. Ja, Yoshimo ist halt gerade beherrscht. Das wirkt zum Beispiel auf die drei nicht, weil sie ein Gedankenschild haben. Ja, nun gut. Sollte eigentlich nicht auf die drei wirken, weil sie ein Gedankenschild haben. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ihr braucht. Yoshimo ist bereit. Wow. Fragten, was möchtet ihr? Genau. Und das sind sehr viele Gedankenschinder. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet. Aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ziemlich festgelegt. Ich will ja die Tür eigentlich gar nicht aufmachen. Genau. Gerade deswegen nicht. Gut, dann müssen wir ein bisschen mit faulen Tricks und so spielen. Aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ziemlich festgelegt. Ich denke, ich bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, dumm, du bist unauffindbar. Das hättest du nicht machen sollen, Yoshimo. Ja. Jetzt, ja, jetzt, Metzeln. Oh ja. Eine große Herausforderung. Ich warte. Vita, ich bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So. Ja. Ich helfe, wo immer ich kann.
Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Die Dienerin der Natur ist bereit. Was leichtfüßig und so. Was kann ich tun? Ihr braucht Yoshimo ist. Wo soll ich? Ihr seid direkt hin.